Servus, ich bin der Andreas. Zum einen bin ich operativ tätig in meinem Job und muss die Tasks, die da sind, abarbeiten, muss mich um die Tasks kümmern. Zum anderen muss ich mich noch, ich nenne es einmal so, ich kümmere mich um Hygienefaktoren in einem Team, die erst dann auffallen, wenn sie nicht mehr da sind. Ich bin der Teamplayer, also ich bin der Meinung, dass ein Team immer wesentlich mehr erreicht, dass wir eine Horde von Einzelkämpfern, dass das Team immer stärker ist und am Ende das Team auch immer gewinnt. Was mein Umfeld und mein Tätigkeitsbereich betrifft, habe ich da eigentlich jetzt keine Vorgaben, an die ich mich halten muss. Also ich kann mich so kleiden, wie ich mich wohlfühle, wie es mir taugt, und das finde ich auch voll cool so. Es sind Themen, wo ich glaube, dass es wichtig ist, dass ich die Verantwortung übernehme. Es gibt auch Themen, wo ich auch Verantwortung übernehmen kann, wo ich mich aber erst einarbeiten muss. Und die Chance kriegt man auch. Also, wenn man weiß, das ist ein Thema, das ist vielleicht neu, oder in diesem Thema ist man nicht so sattelfest, dann wird mir auch das Vertrauen geschenkt, dass ich das tun kann, dass ich das tun darf, dass ich mir die Zeit nehmen darf, mich da einzuarbeiten, dass ich dann diese Verantwortung auch wirklich übernehmen kann. Diese Variabilität, die wir genießen, diese Flexibilität, das Vertrauen, das uns geschenkt wird, der direkte Draht zu unserer Geschäftsleitung, das ist schon cool. Und ich glaube, das ist nicht was selbstverständlich ist, und das ist nicht was jede andere Firma bietet.